Hello, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Hansa aus der Karriere, Folge Nummer 32. Wir starten direkt mal rein, denn unser Jugendspieler Suarez ist endlich alt genug, hat auch schon der 68. Der kann jetzt endlich für uns kicken. Dann haben wir noch ein Transferangebot für Horn. 1,6 Millionen vom FC Basel. Das nehmen wir gerne an. Dann kann der sich umorientieren, der Gute. So, Spregelmeier gibt es auch noch ein Leihangebot. Die wollen ihn für 2 Jahre oder so. Eine Einjahresleihe mit Kaufoption. Wir wollen eine Kurzleihe. Wäre deutlich angenehmer. Hier steht auch direkt das nächste Spiel an gegen den Hamburger Sportverein. Klimowitz ist jetzt neu dabei. Wird direkt reingeworfen. Wir bringen den guten Dante. Ich glaube, der wird sich auch noch bezahlt machen. Und Suarez kommt auch direkt mal auf die Bank. Einfach schon als Jugendspieler ein besseres Rating als Herzog zum Beispiel. Peters nehmen wir auch mal noch mit und dann dürfte das so eigentlich passen fürs Spiel gegen Hamburg. So, wir haben hier noch Bedenken von Achara und von Bogarde, aber Männer, ihr seid nicht hier, um auf der Bank zu sitzen, ihr spielt auch so. Spiel gegen den HSV. Wir sind wohl seit unsere Karriere begonnen hat in Liga 1 bzw. aufgestiegen und dann in Liga 1 konnten sie sich halten. Vielleicht springt hier jetzt mal ein Sieg dabei raus, das wäre wichtig. Wir haben uns gegen Leverkusen ganz gut geschlagen, unentschieden. Von dem her dürfte doch eigentlich hier jetzt mal was gehen, würde ich behaupten. Ist natürlich alles nicht so einfach in Liga 1. Unser Kader ist stark, aber ich weiß nicht, ob der für die erste Liga reicht. Wir werden es sehen. Ah, schade. Da war direkt. Oh. Ah, wir kommen gut ins Spiel hier. Hatten jetzt die ersten Chancen und Winzheimer drückt uns noch einen rein. Perfekt. Gerade ein bisschen Hoffnung aufgekommen und direkt wird sie wieder zunichte gemacht. Kriegen wir vor der Pause vielleicht noch was hin? Ah, Gott, da haben wir Glück. Oh, wir haben zweimal Glück gehabt. 0-1 zur Pause. Gucken, ob wir hier noch irgendwie irgendwas machen können. Ja, das sieht das gut aus, gut aus, gut aus. Oh, schade. Gehen wir rein in die Wechsel. Ich bringe Akara für Suarez und Torben rein. Kommt für Romano Schmid ins Spiel. Starker Ballgewinn hier. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Ah, oh, Oberlin. Das war gar nicht Oberlin, es war Hahn. Ah, Männer. Wird das hier unsere erste Saisonniederlage? Oder kommen wir jetzt nochmal vor? Ja, wir kommen nochmal vor. Kommt, 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 kommt. Ja, Kutucu mit dem Ausgleich kurz vor Abpfiff. Das dürfte dann auch gewesen sein, jo. 1-1. Solange wir nicht verlieren, bin ich zufrieden. Sage ich euch, wie es ist. So, nächstes Spiel gegen Stuttgart steht schon an. Ich möchte aber vorher mal noch ganz kurz ins Scouting reingehen, in die Jugendmannschaft, weil ich glaube, da ist nichts. Ja, Tatsache. Den Schwab schicken wir direkt mal los.
Vielleicht irgendwie was Osteuropäisches. So, Südamerika ist auch immer interessant. Rest Europas. Wild. Komisch. Ich gehe mal hier mit Ungarn. Ich glaube, es ist auch immer interessant. Da ist Ungarn für 3 Monate. Nehmen wir mit und dann würde ich, glaube ich, auch noch einen anderen Scout erneuern. Boah, jetzt fehlen 200.000 für Marvin van Veen. Dann nehmen wir aber einfach De Vries, De Vrij mit. Schicken den auch direkt mal los. Nach Kroatien, würde ich sagen. Auch für 3 Monate. Viel Glück, Männer. Wir gehen rein in die Aufstellung fürs Spiel gegen Stuttgart. Klimowitz direkt gegen seinen alten Verein. Ich bringe mal Borgade mit rein für Ambrosius. Beziehungsweise für Nianzou. Ambrosius will ich immer spielen lassen. Der ist dann auch natürlich unser Kapitän. Und dann geht's rein ins Spiel gegen Stuttgart. Man mag es vielleicht manchmal in meinem Dialekt hören, ich wohne oder ich komme genau zwischen Stuttgart und Karlsruhe habe ich gewohnt, deswegen Stuttgart-Sympathie ist vorhanden. Aber heute bitte nicht. Bitte verliert heute gegen uns. Das wäre ganz wichtig. Vielleicht kann Klimowitz auch gegen seine alte Mannschaft was zeigen. Wäre schön, würde mich freuen, wenn er jetzt dann so langsam mal einschlägt. Der Gute. Boah, Junge, der ist aus dem Stadion geflogen. Oh nein, das sieht nach einem Konto aus. Oh Gott. Oh, wir haben wieder Glück. Wir haben wieder Glück. Stuttgart ist so am Drücker. Oh Mann. Ach, die haben sich Caputo gegönnt, oha. Krass. Der hat ja ein Ultimate Team. Eine nice What-If-Karte gehabt. Oh, direkt noch eins. Oh Mann. Caputo hat anscheinend Bock. Wir gehen direkt mal rein. Innenwechsel. Bringen Namora. Wir bringen Akara und wir bringen Lidka vorne. Komplett mal die Offensive ein bisschen umbauen. Ach, schwieriges Spiel. Stuttgart ist so stark, ey. Das hätte ich nicht gedacht. Den tut wahrscheinlich der Klimowitz dann auch nicht so weh. Er war wahrscheinlich auch eher einer für die Zukunft. Deswegen ist gut, dass er bei uns gelandet ist. Kommt irgendwie den Anschluss machen noch. Vielleicht auch den Ausgleich. Ah, Hahn konnte den Ball da nicht halten. Ja, der Namora. 10 Minuten haben wir noch. Kommt. Kommt, kommt, kommt. Verlieren mit 2-1. Ja, schade. So, Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt. Wir gehen mal rein in die Aufstellung. Neidhardt bringe ich mal wieder rein. Irgendwie der Einzige, der so halbwegs glücklich ist, ist Kutucu. Der freut sich wohl, dass er wieder einen guten Verein gefunden hat. Na, ich bringe Valakari jetzt auch mal mit auf die Bank. Für Torben rein und Ditka darf jetzt auch mal von Anfang an spielen. Oberlin vorne im Sturm. Dann gehen wir so rein, würde ich sagen. Ah, Horn hat sich verbessert. Jetzt wird uns eh verlassen.
So, wir gehen rein. Pressekonferenz. FC Hansa hat letzte 5 Spiele nicht gewonnen. Ja, Entschuldigung. Zahlenspielchen interessieren mich nicht. Wir sind gerade frisch aufgestiegen. Ich weiß nicht, was die da erwarten. Außenseiter gegen Frankfurt. Gibt es Änderungen in der Mannschaft? Wir brauchen Geduld. Wir müssen uns erst noch mit den Neuen vor allem auch zusammenfinden. Und unser Kader ist bestens besetzt. Ja, bin mir noch nicht so sicher. Wir werden's sehen. Und so, Spiel gegen Frankfurt. André Silva scheint nicht mehr vorhanden zu sein. Charles Arangis, so. Kommt. Zeigt uns was. Es wäre wichtig, auch mal jetzt einen Sieg einzufahren. Ganz wilde Trikots haben die auch, die Frankfurter. Was ist das? Gold oder was? Braun? Ist es nicht. Ach, schade, erste Chance. Wir kommen gut ins Spiel. Erste 20 Minuten gehören absolut uns. Jetzt fangen wir uns direkt einen Konter oder was? Kriegen wir den irgendwie wegverteidigt? Ja, bisher. Wir stehen relativ gut. Ja, stark. Kommt, kommt. Ja, wichtig. Littka. Wir sind in Führung. Ganz starkes Ding. Ganz, ganz starkes Ding. Nehmen wir es mit in die Pause. Jawohl. 1-0 zur Pause. Littka hat getroffen. Sieht gut aus bisher. Sieht gut aus. Noch ein zweites hinterherlegen. Kommt. Kommt. Wir gehen mal rein in den Wechsel. Ich bringe Kutucu rein. Für Littger. Sili. Und Peters. Für Klimowitz, der noch nicht so durchstarten kann. Oh Mann, da ist der Ausgleich. Danny So. Heißt der Danny? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. 1-1. 70. Minute ist noch 20. Ja, oh. Oh, Peters hätte hier die große Chance gehabt. Oh. Wir sind in der 80. und wir kriegen noch ein Tor. Gau LT macht hier das 2-1. Bitter, bitter, bitter. Oh, wir haben eigentlich gut gespielt. Wir haben eigentlich gut gespielt. Und dann dürfte es auch gewesen sein. Ja, schade. Nicht zu schwer nehmen. Wir sind aufgestiegen erst. Und dann soll es das mit dieser Episode auch schon gewesen sein. Lasst gerne mal in den Kommentaren da, was ihr denkt, wo es uns hinschlagen wird. Wir sind jetzt gerade 17. Nächstes Spiel gegen Gladbach steht an diesen 15. Okay. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder vorbei. Fair bleiben. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.